Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Mobile Video. Wie versprochen, heute gab es schon ein Video, da habe ich die Patch Notes zum Launch Day Patch von Apex Legends Mobile vorgetragen. Jetzt möchte ich euch aus der mobilen Version noch das ganze Overlay zeigen, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, wie das hier alles so aussieht, wie sich das differenziert zur normalen Version und so weiter und so fort. Ich habe groß noch nicht viel freigeschaltet, allein durch Spielen schaltet man eine Menge frei. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Leider habe ich keinen Sound, weil, keine Ahnung, die Möglichkeit, die ich gefunden habe, um das Spiel hier vom Handy zu capturen, keine Ahnung, warum hier kein Sound gecaptured wird. Ich habe keine Lösung gefunden. Es muss jetzt einfach ohne gehen. Gameplay möchte ich sowieso groß nicht zeigen. Auf jeden Fall werde ich mal kurz ins Trainingsgelände gehen, aber ich werde keine Battle Royale Runde starten. Ich habe mich versehentlich vorhin bei dem ganzen Geteste hier eine gestartet, habe dann gequittet, weil ich Testaufnahmen gemacht habe und schon habe ich mir meine Statistik versaut. Ich habe nämlich tatsächlich echt erst eine Battle Royale Runde gestartet. Ich mache jetzt mal meine Cam weg und zeige euch mal so ein bisschen, das hat natürlich, wenn ihr das erste Mal startet, werdet ihr in diese ganze, in dieses ganze Menü so ein bisschen eingeführt. Das sollte klar sein. Wir fangen mal oben links an. Dort könnt ihr euer Profil sehen. Wir fangen mal mit dem Profil einfach so ein bisschen an. Ich zeige das so ein bisschen. Ihr seht hier eure Erfahrungspunkte, eure Bilanzen und so weiter. Wie viele Legenden ihr freigeschaltet habt. Das seht ihr rechts in diesem HUD. Über Bloodhound seht ihr, wie viele Legenden ihr freigeschaltet habt. Ihr habt die ab von Anfang an logischerweise nicht gleich sofort. Dann gibt es noch eine TPP-Bilanz. Was ist TPP? Achso, es gibt eine Bilanz zwischen, also FPP und TPP ist einfach der Third-Person-Modus oder der Ego-Perspektiven-Modus. Ist sehr interessant. Was haben wir noch? Stufenbelohnungen könnt ihr hier durchsteppen. Wenn ihr Stufe 2 erreicht, schaltet ihr direkt mal Lifeline frei, Stufe 3 Bangalore und so weiter und so fort. In meinem ersten Spiel habe ich direkt einen Win geholt, war sehr stockend, weil alle Gegner wahrscheinlich so ein bisschen sehr das gleiche Problem wie ich hatten, erstmal mit der Steuerung klarkommen, denn wenn ihr das das Rookie-Training abgeschlossen habt, was am Anfang startet, das könnt ihr, glaube ich, nicht skippen. Oder doch, ihr könnt skippen, macht aber keinen Sinn, wenn ihr es noch nie gezockt habt, dann seid ihr gezwungen, eine Battle Royale Runde zu starten. Also ihr könnt nicht vorher auf Training irgendwie sonst gehen, zumindest wurde ich reingeschmissen, vielleicht habe ich auch irgendwas mich verdrückt, ich kann es euch nicht sagen. Ich wurde auf Bangalore in der Auswahl gedrückt, weil die anderen beiden Mates die anderen freigeschalteten Legenden schon hatten. Also es kann auch mal sein, dass ihr eine Legende spielt, die ihr noch gar nicht freigeschaltet habt. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Ihr seht ja so ein bisschen, ich sepp hier einfach mal grob durch. Ich wollte euch jetzt hier nicht alles zeigen. Was haben wir noch? Verlauf seht ihr hier. Battle Royale, Rand der Welt. Persönlicher Rang Stufe 1, 6 Kills. Ich habe wirklich nur eine einzige Runde gespielt, außer die eine, die ich versehentlich gestartet habe. Persönliche Statistik könnt ihr sehen. Da seht ihr es nämlich, Spiele Gesamt 2, die habe ich gequittet, Siege 1. Ja, das soweit dazu. Das unterscheidet sich, glaube ich, groß nicht von der Hauptversion. Jetzt gehen wir hier mal raus. Falls ich irgendwas vergesse, sorry, sicherlich wird es das ein oder andere geben, was ich hier übersehe. Ich gehe jetzt einfach mal, und das finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Ihr seht hier über dem Raben dieses Download-Zeichen. Das habe ich jetzt im heutigen erschienenen Video schon gesagt. Wenn ihr anfänglich die Apex Legends Version runterladet, ladet ihr nur das Grundsystem herunter. Wenn ihr nämlich vielleicht ein schlechtes Handy habt oder nicht mehr so viel Speicher, es wird nicht das komplette Apex Legends Paket runtergeladen. Wenn ihr hier mal durchsetzt, seht ihr zum Beispiel Team Deathmatch Basismarkt. Ich zapp mal weiter runter, was frisst denn hier noch richtig viel Speicher? Ich muss mal gucken. Da gibt es noch ein Video mit 124 MB Soundeffekt-Paket, keine Ahnung. Dann gibt es ein Kartenpack? Schießstand? Keine Ahnung. Team Deathmatch zufällig Thermalstation seit 23 MB. Also wie gesagt, es wird nicht alles runtergeladen. Wenn ihr hier so ein paar Sachen noch spielen wollt, müsst ihr wahrscheinlich diese einzelnen Pakete noch runterladen. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Wer hier irgendwas vielleicht ein bisschen noch klarstellen möchte, jetzt schreibt auch noch Schweini, vielen Dank dafür. Wenn ich hier noch irgendwas falsch interpretiere und jemand das ein bisschen besser weiß, könnt ihr das natürlich hier noch gerne in die Kommentare schreiben. Und vor allem, wie lief eure erste Battle Royale Runde? Wenn ich hier wirklich richtig liege und ihr die erste Battle Royale Runde
reingesprungen seid, wo ihr gezwungen seid zu spielen, ohne dass ihr euch überhaupt richtig eingespielt habt. Sagt mir mal, wie lief's, wie läuft's allgemein, wie kommt ihr klar? Es ist auf jeden Fall ultra geil. So, ich bin jetzt mal hier in den Battle Pass gegangen. Oben rechts seht ihr Battle Pass. Geht ihr direkt, habe ich hier auf die 1 geklickt. Dort seht ihr. Und das ist nämlich jetzt schon das Erste, was ich euch zeigen will. Es gibt ja eine neue Legende. Moment, da sollte ich vielleicht erstmal hier unten, wo Fett spielen steht, rechts daneben steht Legenden. Dort klicke ich mal drauf. Dort sehen wir alle Stadtlegenden, die wir freischalten können, außer Fate. Wenn ihr auf Fate draufklickt, steht hier Freischalten. Und dann seht ihr, könnt ihr das entweder mit Echtgeld freischalten, mit Coins logischerweise, oder ihr schaltet ihn frei durch, hier steht es dann, die Warnmeldung, zu wenig Fate-Teile. Wir können die freischalten, indem wir einfach nur zocken, indem wir auf den Battle Pass hier mal gehen. Wir haben oben den Standard Battle Pass und unten ist der Premium Battle Pass, den wir kaufen müssen. Und ganz zum Anfang habe ich, keine Ahnung, wie viel ich da gespielt habe, habe ich schon 2 Fate-Teile freigeschaltet. Hier seht ihr das, das sind Fate-Teile, wir brauchen insgesamt 10 Stück. Das waren jetzt schon 2, die das wert waren. Und wenn wir mal durchseppen, sehen wir alle paar Stufen, hier haben wir wieder 2 Fate-Teile, dann geht das hier immer so weiter, dann nochmal 2 und so weiter und so fort. Also wir müssen kein Echtgeld ausgeben, um Fate freizuschalten. Was natürlich jetzt interessant ist, fliegt Fate aus der Season raus, wenn ich es jetzt theoretisch nicht schaffe, Fate freizuschalten und ich in Season 2 in 3 Monaten dann einen neuen Battle Pass habe, kann ich dann Fate trotzdem noch freischalten mit Echtgeld oder. Ich gehe natürlich von ja aus, aber so hundertprozentig weiß ich das nicht. Das sind jetzt auf jeden Fall die Belohnungen. Im Reiter oben haben wir noch Missionen, die wir für den Battle Pass haben. Hier gehe ich jetzt nicht bis ins Detail, das kennen wir alles schon aus dem Hauptspiel. Wir können ja auch einzelne Missionen verfolgen. Gehen wir hier unten links und dann können wir hier auswählen, welche Mission wir verfolgen wollen, drücken dann OK und irgendwo in-game, das weiß ich natürlich jetzt nicht, können wir das wahrscheinlich aufrufen, damit wir in-game sehen, was müssen wir eigentlich machen, damit wir die nächsten Belohnungen freischalten. Wir sehen hier oben tägliche Missionen, dann haben wir hier nochmal den Battle Pass, die Mission. Und wir haben die wöchentlichen Missionen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht extrem tief ins Detail gehen. Dann haben wir Herausforderungen. Das ist drunter Hauptsendezeit, so heißt der Battle Pass. Dort schalten wir verschiedene Packs frei, Anforderungsvoraussetzungen. Dann haben wir 0,45, 0,60, 0,85, 0,100. Was das genau für Belohnungen sind, kann ich euch aktuell leider noch nicht beantworten. Ich muss mich auch noch sehr, sehr intensiv mit dieser Version beschäftigen, aber im Grunde möchte ich euch so ein bisschen das Ganze hat von diesem ganzen Spaß zeigen. Was haben wir noch? Saison, Missionsziele, erziele im Battle Pass, im Battle Royale, sorry, innerhalb von 10 Sekunden Knockdowns gegen 2 Gegner. Gibt es so ein paar Pluspunkte und je nachdem, was wir erreicht haben, bekommen wir verschiedene, was ist denn das hier, muss ich hier gedrückt halten, Saisonpunkte, 120.000. Ja, wie gesagt, also ich kann nicht alles 100% interpretieren. Sorry dafür. Was haben wir hier noch? Saison, Season News, Primetime, was ist das hier? Saisonwährung wird hier vorgestellt. Wie bekommt ihr Saisonwährung? Spieler können Saisonwährung über den Battle Pass, Matching und den Abschluss von Events. Ach, sorry, ich bin ja total am Verlesen. Spieler können Saisonwährung über das Battle Royale, Matching und den Abschluss von Events erhalten. Auf der Saison-Store-Seite erfahrt ihr, wie viel ihr verdienen müsst. Obergrenze für Saisonwährung im Spiel. Einzelspiel mal 500, Wochenlimit 5000 und so weiter und so fort. Dann haben wir Ankündigung, Saisonstore. Willkommen in Season 1 von Apex Legends Mobile. Während dieser ersten Saison gibt es einen neuen Weg, atemberaubende Belohnungen zu erhalten und zu sammeln, den Prime Time Saison Store. Der Saison Store ist ein neues Feature, das keine Käufe in der App erfordert und jede Season erneuert wird. Wählt eure Lieblingsbelohnung, indem ihr Events abschließt und Rand der Welt meistert. Wie gesagt, ich lese jetzt hier nicht alles vor. Das sprengt den Rahmen. Was haben wir hier noch? Season Store Einlösung. Ach, hier haben wir es. Hier können wir jetzt quasi durch. Moment, sehe ich irgendwo. Mein Kontostand beträgt aktuell 140, wie man oben rechts sieht.
Und wenn ich eine Weile spare, kann ich mir hier irgendwas Tolles, wie zum Beispiel diesen Banner kaufen. Was haben wir hier noch? Ach, alles klar, da musst du irgendwas downloaden. Okay, das ist ja interessant. Was haben wir hier unten? Da haben wir zum Beispiel für 3000 Coins. Was ist denn das? Avatar-Rahmen. Okay, es gibt Avatar-Rahmen. Naja, EA findet immer wieder neue Möglichkeiten, um noch mehr Geld und noch mehr Geld und so weiter und so fort. Ihr seht selbst, oh, man kann sogar für 2000 Coins Packs kaufen. Na, das ist ja interessant. Insgesamt viermal kann man 2000 Coins dafür ausgeben. Also ich kann ja nicht unendlich Packs mehr sozusagen freischalten. Okay. Was haben wir noch? Rookie-Belohnung. Gibt es auch noch etwas? Den ersten, also es gibt schon Belohnungen alleine fürs Einloggen, wie das aussieht. Die erste Belohnung war diese hier. Kann ich jetzt nicht drauf? Ach doch, wenn ich gedrückt halte. Moment. Jetzt ändere den Profilnamen. Ihr müsst eurem Profil, nachdem ihr das Training erledigt habt, einen Namen geben, ist klar. Und ihr bekommt hier die Möglichkeit, wenn ihr irgendeinen Scheißnamen eingegeben habt, könnt ihr das nochmal zusätzlich ändern. Ob wir das in jeder Season bekommen, keine Ahnung. Also mit Bedacht einlösen. Was haben wir hier? New Player? Kontoplakette. Neuer Spieler, okay. Das ist eine Plakette. Keine Ahnung. Was haben wir noch? Wir gehen jetzt mal auf den Store. War ich in dem Store schon drin? Ne, in dem Store war ich tatsächlich noch nicht drin. Der sieht zum Beispiel auch recht geil aus. Vorgestellt. Store World Extreme Speed coming soon. Okay, hier werden natürlich auch ein paar Sachen schon geteasert, bevor sie überhaupt da sind. Emporium, keine Ahnung, was das bedeutet. Syndicate Pack. Hier können wir, ach, mögliche Sachen, die in einem Pack drin sein könnten. Können das sein? Ach so, oh, ich kann ja 10 Packs mit einmal öffnen. Okay, geht das in der Standardversion auch? Kann ich gar nicht sagen. Was haben wir noch? Gewöhnliche Apex Packs. Gibt runter, habe ich da Objekte. Dann gibt es auch noch Objekte, die wir kaufen können. Für dich, suggested wahrscheinlich. Ach, muss man auch wieder runterladen. Okay, wahrscheinlich sind das Sachen, die kann ich schon benutzen. Was haben wir hier? Lifeline, Mastiff, Mirage. Okay, ihr seht schon, hier muss man noch eine Menge an Packs runterladen. Wie gesagt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Um eben deinen Handyspeicher wahrscheinlich nicht unnötig zu belasten, kriegst du das hier. Was ich sehr interessant finde, ich gehe mal auf Loadout unten links und dort haben wir unsere ganzen Waffen und das finde ich nämlich ganz geil. Ihr könnt Waffen miteinander vergleichen. Ich gehe jetzt mal auf die Flatline und dann können wir unten rechts sehen wir Skins zum Beispiel, die wir freischalten können. Dann haben wir, Moment, da muss ich wieder aufs Kreuz gehen, dann haben wir Aufsätze. Hier sehen wir, was es für mögliche Aufsätze für die Flatline gibt. Da kann ich unten die einzelnen Bereiche anwählen. Zum Beispiel Optiken, was für Optiken drauf passen, Schäfte und so weiter und so fort. Wir sehen oben rechts die Statistik und was ich sehr, sehr interessant finde, dass es einen Vergleichsbutton gibt in der Mitte unten in den ganzen Reitern. Gehst auf Vergleich und dort können wir zum Beispiel jetzt die Werte mit der 301 vergleichen. Dort seht ihr zum Beispiel Grundschaden hat die 301 4 weniger, ist aber in der Feuerrate, in der Präzision deutlich höher, Munition minus 2 und so weiter und so fort. Also man kann hier schon ordentlich gute Statistiken rauslesen. Und sieht dann, welche Waffe im Prinzip relativ gut ist. Was aber, das haben wir in COD wahrscheinlich früher schon gelernt, weil wir da auch so eine Statistik relativ gut sehen konnten, bedeutet aber nicht, dass du mit der Waffe irgendwie mega total krass unterwegs sein kannst. Was haben wir denn noch? Schießstand freies Training. Dort gehen wir mal drauf. Hier haben wir verschiedene Stufen. Wir müssen natürlich erstmal ein bisschen zocken, ein bisschen leveln, damit wir verschiedene Schießstandarten freischalten können. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Schießstand, drücke bestätigen. Warum passiert hier nichts? Na, ich habe das schon. Bestätigen jetzt. Und einmal auf Spielen drücken. Hier muss man nämlich besonders aufpassen, dass du nicht auf Battle Royale aus Versehen kommst, weil das Matchmaking geht so verdammt schnell, dass du natürlich, wenn du so ein Statistikgeier bist, dir ruckzuck deine Statistik versaust, wenn du nicht unbedingt zocken willst. Und das finde ich nämlich schon mal ganz geil. Achtung, mit einem Tastendruck kann ich in die Ego-Perspektive wechseln. Finde ich ultra, ultra nice. Ganz unten links über diesen Button Bildqualität HD steht TPP. Da drückst du drauf und pop, bist du wieder in der Third Person. Das finde ich so ultra nice.
Ich habe das hier noch nicht ausgiebig getestet. Wie gesagt, ich habe mich in meiner ersten Runde ein bisschen bescheiden angestellt, aber es hat funktioniert, weil ich die COD-Version vor ewigen Zeiten schon mal getestet habe. Und deswegen war mir das Grundprinzip natürlich klar. Ihr seht hier zum Beispiel, welche Care-Package-Waffen, Kraber, Vault und die Spitfire. Und keine Ahnung, ich kann jetzt hier einfach mal, ich möchte euch jetzt das Grundprinzip beim Looten nicht erklären, weil das den Rahmen deutlich sprengen würde. Warum sehe ich ihn hier? Warum kann ich meine Flatline nicht aufheben? Irgendwas habe ich jetzt automatisch aufgehoben, ich weiß nicht was. Apropos automatisch aufheben, das möchte ich euch noch zeigen in den Einstellungen. Es gibt ein Basis-Setup. Wir können hier zum Beispiel automatisch schießen. Das hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung, wenn ich hier auf einen Gegner aime. Moment, ich habe immer noch keine Waffe. So, jetzt aber, wo ist die Flatline? Zack, jetzt haben wir sie. Drehen wir uns mal rum. Das ist natürlich echt mega gewöhnungsbedürftig. Bei mir schießt der nicht automatisch. Ich halte jetzt den Schießbutton gedrückt. Automatisch schießen, keine Ahnung, warum das bei mir nicht funktioniert. Vielleicht geht das nur um ADS. Keine Ahnung. Was wollte ich eigentlich zeigen? Jetzt muss ich tatsächlich echt überlegen. Moment. Also das, die Time to Kill ist natürlich echt mega edel. So, jetzt gehen wir hier rein. Ja, automatisch schießen kann man auf jeden Fall ein- und ausstellen. Das war bei mir von Anfang an auf aus, aber ich stelle keinen Unterschied fest. Vielleicht kann mir das ja jemand erklären. Wir können unser Button Layout über dem ganzen HUD noch so ein bisschen anpassen. Visiermodus halbautomatisch, wie die Schrotflinten agieren sollen und so weiter und so fort. Auf was ich aber eigentlich explizit eingehen wollte, wenn ihr auf Gameplay hier an dem Reiter geht, was ich extrem cool finde, könnt ihr verschiedene Einstellungen tätigen, wie zum Beispiel bei Aufheben. Ich gehe jetzt nicht die kompletten Einstellungen durch, weil das wirklich viel zu viel ist. Könnt ihr schon einstellen, was automatisch aufgehoben werden soll. Ihr könnt einstellen, maximal 4 Spritzen, Medikits, Schildzellen und so weiter. Und das könnt ihr auch für die Munition einstellen, dass ihr sagt, hey, ich will maximal vielleicht nur 90 leichte, wenn ich eine leichte Waffe in der Hand habe, 180. Und so wird das immer um 90 erhöht. Das finde ich ultra geil. Als ich nämlich meine erste Runde gestartet habe, bin ich dann mit der G7 unterwegs gewesen und war irgendwann leer geschossen, komplett, und habe keine Ahnung gehabt, wie ich die Munition auf dem Boden looten konnte. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob das hier automatisch funktioniert. Macht er das jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es erstmal nicht. Jetzt muss ich nämlich mal ganz kurz gucken, wie ich in mein Menü komme. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Ich habe noch nicht so viel. Ich habe in meinem Menü nichts drin. Er hebt die Munition nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ja, wie gesagt, hier muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen selber gucken, wie es funktioniert. Wahrscheinlich passiert das nur in-game. Kann ich euch leider jetzt nicht so viel zu sagen. Jetzt ballere ich hier den Kollegen nochmal weg. Keine Ahnung, Autofeuer funktioniert bei mir jedenfalls nicht. Ich bin drauf. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht stelle ich auch irgendwas im System noch falsch ein, dass ich nicht ganz raffe, wie genau das funktioniert. Auf jeden Fall, Moment, was ich mal noch gucken wollte, was wir hier alles einstellen können. Muss nachladen, das ist schön. Ich wollte jetzt eigentlich hier, was ist das? Wie aktiviere ich das? Ach, Zielübung, jetzt habe ich es gesehen. Trainiere das Feuer auf stehende Ziele. Dann kann man ja Mittel einstellen. Komm, wir drücken mal auf Start. Und dann gucken wir mal. Achso, jetzt geht's los. Man muss natürlich aufpassen, dass man seine Daumen immer ordentlich, wenn ich gucke hier die ganze Zeit auf den Bildschirm und verfehle natürlich hier die Schusstaste. Hm? Mal nachladen. Okay. Geht. Das ist schon ein bisschen schwerer. Da kommt schon die nächste Nachricht über Apex. Oh, Alter, ohne Scheiß. Also wie gesagt, ich habe das nur ganz kurz gespielt. Eine Runde. Ich bin hier noch absolut lost. Ihr seht es selber. Alter, bin ich echt so ein Vollpfosten, dass ich nicht mal die bewegten Ziele treffe? Junge. Okay, ja. Im Ansatz sollte das eigentlich reichen. Was ich jetzt noch nicht so richtig überblickt habe, wie komme ich wieder ins Menü? Wie komme ich wieder ins Hauptmenü? Also es gibt hier noch so ein paar Sachen, die ich echt üben
muss, wo ich echt gucken muss, wie genau funktioniert es. Ihr seht selber, es ist sehr, sehr umfangreich. Ich denke, man muss schon echt sehr, sehr viele Minuten mit der mobilen Version sich beschäftigen, bis das alles sitzt. Alleine die ganzen Tasten auf dem Handy jedes Mal zu erwischen. Gerade beim Laufen, wenn du läufst, irgendwann bist du mit deinem Laufenknopf irgendwo am oberen Rand und kannst immer noch laufen und musst dann erstmal gucken, wo drückst du überhaupt drauf. Auch die ganzen Tasten hinhocken, sliden, das ganze Movement ist schon relativ, zumindest für den Anfang, sehr kompliziert. Man muss sich da echt erstmal reinfuchsen. Und wie gesagt, wenn ich ja versuche, blind die Tasten zu treffen, während ich auf meinen Monitor gucke und eigentlich das Tastenlayout ja gar nicht sehe, weil ich mit meinem Daumen irgendwo am Arsch der Welt bin, ist schon nicht so einfach. Es macht Bock. Für mich ist es wirklich nur just for fun. Nebenher, ich möchte auf keinen Fall irgendwie Geld in diese Version investieren. Für mich ist es wirklich nur, wenn ich mal gerade unterwegs bin, keiner in der Nähe ist, weder Frau noch Kind, damit ich am Handy wie so ein Spasti hänge. Wenn ich Zeit zum Zocken habe, dann sitze ich vor der PlayStation, streame sowieso hauptsächlich. Aber es macht Bock auf mehr, was da noch alles kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst mir ein Feedback da, wie eure ersten Runden so liefen. Sorry, dass es jetzt wirklich gute 20 Minuten waren. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich hätte es wahrscheinlich auf eine halbe Stunde locker noch strecken können, weil es extrem viel wahrscheinlich hier im Trainingsgelände noch zu zeigen gibt. Es gibt noch Team Deathmatch, es gibt noch Perks, Perks für die Legenden. Die kann man aber, glaube ich, nur in Team Deathmatch aktivieren. Die sind nicht für den Battle Royale Modus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich euch jetzt aktuell aber noch nicht zeigen, weil ich es einfach noch ich freigeschaltet habe, und auch verschiedene Trainingsszenarien muss ich erstmal freischalten. Das war jetzt wirklich nur so ein Quick-Gedöns, um euch mal grob zu zeigen, wie die mobile Version aussieht, auch wenn es davon schon viele Bilder gab. Dafür sind 20 Minuten jetzt wirklich schon fast viel zu viel. Sorry dafür. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Das war's soweit erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.